Oh Mann, oh Mann. Nach fast 5 Jahren Wartezeit war es endlich wieder soweit für mich. Die Retro Games Con in Heidelberg öffnete ihre Pforten. Und zwar im Bürgerhaus Heidelberg. Ja, das Berg wird groß geschrieben. Es ist ganz wichtig, es so auszusprechen. Und was hab ich mich drauf gefreut. Werf doch mal mit mir einen Blick in die Gaming-Zone. Denn dort gab es nicht nur einen GameCube mit Super Smash Bros. Melee, sondern auch den alten Klassiker schlechthin, Super Mario Kart. Und auf diesem wundervollen Disney-Prinzessinnen-Fernseher, den ich einfach nur großartig finde, konnte sogar ein bisschen Fußball gezockt werden. Wo, wenn nicht auf diesem Fernseher? Natürlich durfte auch der olle Mario auf dem NES nicht fehlen. Und echte Kerle konnten es sogar beim Wrestling auf dem Super Nintendo ausfechten. Yeah! Aber es wurde nicht nur gezockt. Es wurde auch jede Menge gekauft auf der Retro Games Con. Denn an den Verkaufsständen ging es erst richtig zur Sache. Und die gab es direkt im Eingangsbereich. Oh Mann, war das ein Anblick nach all den Jahren mal wieder. Unterm Tisch so ein bisschen die Club Nintendo Magazine und hier oben endlich die Spiele, auf die ich mich schon so gefreut habe, sie endlich in Hülle und Fülle wieder zu sehen. Ja, in Hülle. Jede Menge Originalverpackungen gab es hier natürlich. Servus, geht's dir gut? Jo. Und wie gesagt, es war für mich einfach so toll. Diese Tische prall gefüllt mit allen möglichen Spielen aus allen möglichen Ähren mal wieder zu sehen. PlayStation 3, PlayStation 2 und für Konsolenfalken auch die ein oder andere Konsole. Schön. Im Flur gab es einige tolle Sachen. Nicht nur Spiele, hier zum Beispiel ein Stand, wo es Requisiten vom Filmset vom Planet der Affen zu sehen gab. Unter anderem diese Rüstung hier, die von einem echten Stuntman getragen worden ist. Unfassbar. Das war eine tolle Geschichte. Also auch nette Ausstellungsstücke hier auf der Retro Games Con. Und wer... Oh, warte mal. Oh, oh Gott. Ein wilder Endsmash. Stelle die Gaming-Zone irgendwie verstecken oder so. Puh. Ich glaube, das ist gerade nochmal gut gegangen. Hier übrigens ein Stand von Sci-Fi for Charity. Denn auch die Deutsche Krebshilfe wurde unterstützt. Sehr schöne Sache. Hier noch die ein oder andere Collectors Edition und dann ging es in die Haupthalle. Denn hier ging es erst richtig los. Natürlich fiel mein Blick als allererstes auf die Pikachu Edition. Ah, Special Pikachu Edition. Irgendwann gehörst du mir. Ja, N64 Controller gab es übrigens auch jede Menge. In dieser Halle konntest du dir das ein oder andere Zubehörteil schnappen, auf jeden Fall. Und N64-Controller wirklich einige. Und hier noch weiteren Retro-Kram, zum Beispiel ein paar Videokassetten oder Audiokassetten. Und auch ein paar Plüschis, wobei die eher rar gesät waren. Ganz, ganz wenige. Hier mal ein Yoshi, da mal ein Luigi. Aber nicht Goomba. Wo ist mein Goomba? Ein Jammer. Sehr stark vertreten übrigens auch Star Wars. Da gab es eigene Stände für, da gab es richtige Verkaufsregale mit allen möglichen Star Wars Figuren. Das war sehr, sehr interessant gewesen. Star Wars durchaus sehr, sehr stark vertreten. Hier seht ihr doch das Castle Grayskull von Masters of the Universe. Und auch auf Masters of the Universe muss ich hier definitiv nochmal eingehen, weil hier gab es auch die alten Masters of the Universe Figuren, die ich als Kind damals noch hatte und ich war so froh, sie mal wieder gesehen zu haben. Generell gab es einiges an Actionfiguren, Street Fighter war vertreten, auch Dragon Ball Figuren gab es einige. Also wer das neue Budokai Tenkaichi schon mal vorspielen möchte in Form von Figuren, der konnte dann hier fündig werden. Also Actionfiguren wirklich in Hülle und Fülle, das muss man definitiv sagen. Es war halt nicht nur die Retro Games Con, sondern wirklich auch die Classic Toys Con stand ja auch mit dran und dem Namen wurde es definitiv gerecht.
Ich habe nur gesagt, das können meine blöden Drecksabonnenten jetzt überhaupt nicht hören, was ich jetzt hier einspreche. Ja, weil das werde ich ja alles stumm schalten. Ich werde es auch bestimmt nicht vergessen, es stumm zu schalten. Ich weiß schon, dass ein Abonnent quasi neben dir steht. Ja, gut. Einer deiner Drecksabonnenten. Der da. Du. Der Herr hier. Ja. Abonnieren. Also mich, nicht ihn. Ach so, mich, den abonnieren. Ihn nicht, okay, mich. Alles. Okay. Jetzt musst du eigentlich noch so einen Link im Bild einfügen da. Niemals. Ach so, ich soll einen Link einfügen. Okay, Moment, ich füge einen Link ein. Oh boy! Ich sehe schon, wir machen wieder nur Scheiße hier. Das ist so cool, ja. Das ist so cool. Das ist so cool. Warum nutzt ihr das nicht, wenn das so cool ist? Weil es leider 480 Euro kostet. Ja, was wäre so eine Retro-Gamescon, wenn man sie nicht auch als Treffpunkt nutzen würde? Und zwar, um das ein oder andere bekannte Gesicht endlich mal wieder zu sehen. Nicht nur Nintendo Smash XD war dort, sondern auch eine ganze Reihe weiterer junger Menschen, die ich damals zuletzt vor 5 Jahren auf einer Retro-Börse gesehen habe. Damals sah das Gruppenfoto noch so aus. Und einen davon, den kennt ihr wahrscheinlich noch ziemlich gut. Wir durften mal kurz das Intro für das Retro-Börsen-Video von Nintendo Smash XD einsprechen und ja, es hat Spaß gemacht. Der ganze Tag mit Matze hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, das muss ich wirklich sagen. Aber natürlich auch die anderen, die vor Ort waren. Den Ghost Phantom möchte ich hier noch nennen. Und den Phoenix FH, der auch wieder mit dabei war, den ich auch... Ich glaube, ich hatte sie, glaube ich, beide damals in Hofheim das letzte Mal gesehen, vor 5 Jahren. Matze ja genauso. Ja, und jetzt, 5 Jahre später, mit weiteren Begleiterinnen noch dabei, haben wir uns mal wieder gesehen. Und das war wirklich ein magischer Moment, für mich wirklich eine der schönsten Retro-Börsen, an die ich mich erinnern kann. Es war ein wunderschöner Tag in Heidelberg, nicht nur aufgrund der Sachen, die man auf der Retro-Gamescon an sich gesehen hat, sondern wirklich ein schöner Tag mit tollen Leuten. Und einige davon sind jetzt wirklich schon ganz, ganz lange an meiner Seite. Und es ist schön, dass man sich immer noch so gut versteht. Das muss ich wirklich sagen. Ich bin sehr, sehr dankbar gewesen für diesen Tag, der von vorne bis hinten absolut gelungen war. Aber ein jeder schöner Tag geht einmal zu Ende. Nach einer letzten Runde durch die Verkaufsstände ging es dann auch schon nach Hause. Mit einer kleinen, aber feinen Ausbeute. Und was das für eine Ausbeute war, tja, das seht ihr jetzt. So, ja, und jetzt seid ihr gespannt, ne? Jetzt seid ihr gespannt, was hat er mitgenommen von der Retro Gamescon in Heidelberg? Ja, es ist eine kleine Ausbeute geworden, tatsächlich, also... Ich hole mal das Grab mal hier ein bisschen näher ran. Wie ihr seht es noch nicht. Ja, eine kleine Ausbeute, nur 4 Spiele diesmal und 3 Amiibos. Und ich würde mal sagen, wir fangen einfach mal mit den... Beziehungsweise, wir fangen mal hiermit an. Eine kleine Pokémon-Figur. Von Dialga. Dialga hat sich direkt verabschiedet. Ja... Warum nicht? Ich finde die Alga total cool und wollte eigentlich eine größere Figur haben, die war aber irgendwie in der Box in alle Einzelteile zerlegt und bis wir die dann wieder zusammengesucht hatten und wieder dran gesteckt haben, habe ich gesagt, komm, nehme ich mir die kleine Variante. Ist aber auch, finde ich cool. Die Alga ist cool. Ja, und dann wird es Zeit für 3 Amiibos. Diese da. Aber das hat man jetzt nicht gut gesehen. Fangen wir mal an mit... Den wollte ich mir schon die ganze Zeit holen. Mit dem guten alten Ocarina of Time Link. Ja, ich hole mir endlich mal Amiibos. Ich hole mir normalerweise keine Amiibos. Und jetzt habe ich gedacht, die waren da auch relativ günstig. Und dann schlägst du halt doch mal zu. Zumal hier bei Breath of the Wild habe ich noch nie Amiibos benutzt, tatsächlich. Und es wurde einfach mal... Da, stimmt gar nicht. Den Wolfslink habe ich benutzt. Den hatte mir damals der gute Endsmasher zukommen lassen. Wolfslink habe ich benutzt, ansonsten habe ich noch nie Amiibos benutzt. Wurde also mal Zeit, das nachzuholen. Und dementsprechend habe ich mir jetzt einfach mal 3 geholt. Und freue mich da sehr drüber. Auch wenn ich bisher noch nicht wirklich was Gutes da bekommen habe. Ist irgendwie Glückssache, kann das sein? Ich kenne mich da gar nicht so aus. Hab jetzt bisher irgendwie... Also es kamen ganz viele Fische kamen vom Himmel und eine Truhe. Und irgendwie war da nur Scheiße drin. Vielleicht ist das so. Ja,
ich freue mich auf jeden Fall, diese drei Link-Amiibos jetzt hier mal in meiner Sammlung zu haben. Hat was. Es gab aber auch noch Spiele. 4 Spiele habe ich mir insgesamt geholt. Also es ist eine kleine Ausbeute diesmal tatsächlich. Bin halt immer noch ein Sparbrötchen aktuell, aber naja, so ist das halt. Und fangen wir mal an mit einem Titel, den ich schon ewig mal nachholen wollte. Nämlich Tekken 2. Es spiegelt ein bisschen, ich weiß, aber Tekken 2 wollte ich unbedingt mal haben. Weil ich habe tatsächlich die alten Tekken-Spiele, Tekken 1 gab es auch, hätte ich mir eigentlich auch direkt holen können. Ich habe gedacht, ich probiere es mal den zweiten Teil. Weil ich habe tatsächlich die alten Tekken nie gespielt, nur den dritten Teil. Und dann fand ich es eigentlich auch, alles was danach kam, eigentlich ganz gut. Ja, und jetzt wollte ich unbedingt mal die ersten beiden Teile mal ausprobieren. Habe jetzt mal den zweiten mitgenommen. Vielleicht hole ich mir den ersten. Wenn mir jetzt der zweite gefällt, kann ich immer noch gucken, wow, wie war denn der erste? Aber das ist interessant, dass sie hier jetzt Tekken 2 mal hatten. Und da habe ich gedacht, es war auch relativ günstig. Da schlage ich einfach mal zu, probiere das mal aus, um auch mal bei der PS1-Sammlung mal so ein bisschen zu erweitern. Da habe ich auch immer noch sehr viel Nachholbedarf, sage ich mal. Und freue mich drauf. Ist auch was Nettes, Kleines für zwischendurch. Dann bleiben wir auf der PlayStation, gehen eine Generation weiter auf die PlayStation 2. Und das ist ein Spiel, das kennt ihr. Der gute Uncle Dolan ist wieder am Start. Donald Duck Quack Attack. Wir haben damals die N64-Version Let's Played. Und diese PlayStation 2-Version hier ist aber nochmal komplett anders, soweit ich weiß. Also ich weiß nicht, ob sie komplett anders ist, aber sie ist zumindest schon mal... Also sie unterscheidet sich schon deutlich von der N64-Variante. Ist natürlich technisch ein bisschen weiter. Hier steht auch drauf... PlayStation 2 Special Edition 14 Special Moves for Donald. For Dolan. Wow. Also das muss ich unbedingt mal ausprobieren, weil die Version habe ich noch nie gespielt. Und ich bin echt mal total gespannt drauf. Da freue ich mich drauf. Weil es ist Donald Duck Quack Attack war ein richtig feines Spiel, schon auf dem N64. Und ich glaube, die PS2-Version, die ist richtig gut. So. Dann bleiben wir immer noch auf der PlayStation. Gehen nochmal eine Generation weiter. Und gehen zu Agarest. Ja, das habe ich eigentlich für meine Frau mitgenommen, tatsächlich das Spiel. Das wollte sie mal haben. Wir hatten es, glaube ich, aber interessanterweise, ich glaube, wir hatten es irgendwann immer wieder verkauft. Ich weiß es gar nicht mehr. Weil das Spiel ist, glaube ich, auf Englisch. Also ich glaube, Anleitung und Beschreibung und so weiter ist auf Deutsch. Das Spiel selber ist aber auf Englisch. Und ja. Sehr viele leicht bekleidete Leute in diesem Spiel und von daher ab 16, aber ich bin mal sehr gespannt. Also, da werde ich ihr auf jeden Fall auch mal über die Schulter schauen. Weil das kenne ich jetzt persönlich so noch gar nicht. Ist auf jeden Fall ein RPG. Ist ein RPG? Ist ein RPG. Es sieht aus wie ein JRPG. Ich denke, es ist auch eins. Ich kenne mich jetzt mit Agarest tatsächlich gar nicht aus, aber ich glaube, es ist ein interessanter Titel, auf jeden Fall. Ich habe mir das nicht nur wegen des Covers geholt. Ja, und dann haben wir noch ein Spiel aus der Wii-Ära. Das lasse ich jetzt einfach so drin. Ich schneide das nicht. Meine Webcam-Videos bleiben ungeschnitten. Ungeschnitten. So, das hier. Aus der Wii-Ära. Ich wollte es unbedingt nachholen, weil ich finde das Spiel großartig. Kirby und das magische Garn. Schön, es endlich in meiner Sammlung zu haben. Weil ich finde den Stil davon total klasse. Und das ist jetzt so eins der... Also ich habe ja Kirby so ein bisschen schätzen und lieben gelernt letztes Jahr durch Kirby und das vergessene Land. Darum wird sich dann auch das allerletzte Konsolenfalke-Video, was jetzt auch hoffentlich im März jetzt noch kommen wird. Ich hatte eigentlich angepeilt, es am 25. März hochzuladen. Vielleicht schaffe ich es. Es wird ein Review geben zu Kirby und das vergessene Land, weil ich das Spiel sehr, sehr mag und jetzt gedacht habe, ich will mal ein bisschen mehr Kirby nachholen für mich und fand diesen Titel eigentlich immer sehr interessant und bin ja sehr, sehr Wii-affin, bin ja auch der Wii-Hawk und von daher habe ich gedacht, komm, da muss dieser Titel endlich mal sein. Kirby und das magische Garn war für mich tatsächlich so eins der Highlights auf der Retro Gamescom und wollte ich unbedingt haben und jetzt habe ich es. Und ich freue mich drüber. Ja, soweit die Ausbeute. Tatsächlich.
Also PlayStation-lastig diesmal. Ja. So. Ja, Donald Duck sieht man jetzt nicht mehr richtig. Dolan, verzeih mir. Das waren die vier Spiele. Soweit, so gut. Das ist aber immer noch nicht alles. Aber da spanne ich euch noch ein bisschen auf die Folter. Ghost Fennel. Du warst auch anwesend an diesem Tag. Und du hast mir dieses seltsame Geschenk hier gegeben. Es steht, hier steht es drauf. Das, seht, dass es auch von Ghost Fennel ist. Warte mal, ist mein Finger drüber. Hier öffnen, gezeichnet Ghost Fennel. Was mag es damit auf sich haben? Und wisst ihr was? Ich werde es nicht jetzt öffnen. Wir sehen uns am, ich glaube am Samstag diese Woche tatsächlich erst. Wir sehen uns diese Woche am Samstag im Livestream um 21 Uhr. Und dann werde ich live im Livestream ein Unboxing von diesem Geschenk hier machen. Und ich bin echt total gespannt. Jetzt lasse ich es eine Woche liegen und bin total gespannt, was uns da erwarten wird. Das wird heftigst. Ja, ansonsten nochmal vielen, vielen Dank. Es war ein wunderschöner Tag. Alle, die da waren, Matze, N-Smash, Felix, schön, dass ihr alle dabei wart. Ghost Phantom, natürlich. Und natürlich auch die beiden Kolleginnen von Matze, die uns an dem Tag begleitet haben. Und ja, meine Frau möchte ich an diesem Tag auch nochmal grüßen. Es war ein schöner Tag mit euch allen, wirklich. Es war eine super Gruppe. Wir hatten, denke ich, viel, viel Spaß zusammen. Und ich werde sehr, sehr gerne an diesen Tag zurückdenken, weil es war schön nach 3 Jahren, wo man so gut wie gar nichts machen konnte eigentlich, mal wieder zu so einem Event zu gehen, beziehungsweise für mich waren es sogar fast 5 Jahre jetzt, weil 2019 bin ich auch zu keiner Veranstaltung hingegangen und das heißt, die letzte war für mich tatsächlich die Retrobörse in Hofheim, wo ich dann damals auch Matze und Felix getroffen hatte. Und nee, N-Smash war, glaube ich, N-Smash hatten wir auch kurz getroffen, genau. Also eigentlich tatsächlich schön, die alte Gruppe nochmal gesehen zu haben. Und ich werde lange an diesen Tag zurückdenken. Ansonsten möchte ich nochmal Danke sagen an die Veranstalter der Retro Games Con, die das alles möglich gemacht haben. Aber natürlich auch Danke an alle, die mit dabei waren. Und ich hoffe, im September, wenn es dann in Ludwigshafen an die nächste Retro Games Con, also für mich die nächste Retro Games Con geht, da ich vielleicht auch den einen oder anderen wieder sehe. Mal gucken. Auf jeden Fall freue ich mich drauf. Und dann wird es natürlich auch wieder ein Video geben. Also, dann sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.